So. Freunde der Nacht, willkommen zurück zu Ark aufs Maul. Mit dem Skumbag. Hallo. Ich habe jetzt meinen Kaffee getrunken. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Ne? Wir machen mal weiter. Ach ja. So. Also. Du bist jetzt noch da hinten irgendwo, ja? Ja. Das heißt, ich müsste jetzt gucken, dass ich irgendwie zu dir komme. Beziehungsweise Perlen bekomme. Und dann irgendwie zu dir komme. Also zurückgehe, den Sattel craften und dann zu dir komme, richtig? Richtig. So, ich brauche Metall für Grappling Hooks. Haben wir noch was hier? Weia. 16 Grappling Hooks. Easy. Das ist schon mal gut. So, Munition habe ich. Hier ist Zitin. Brauche ich noch ein paar Fasern. Um meine Rüstung erstmal zu reparieren. So. Reparieren. Also, ich sag mal jetzt ganz nüchtern, ne? Das Spiel ist im PvE ja schon teilweise schwierig, finde ich. Naja. Aber die Tatsache, dass du halt wirklich immer irgendwo drin steckst in irgendwelchen Tieren, ist halt einfach nur frustrierend, finde ich. Weil du einfach stirbst manchmal in Situationen, wo du einfach normalerweise nicht mal ansatzweise sterben würdest. Ja, meiner Meinung nach ist das Spiel ja halt auch noch nicht fertig. Nee, ist es auch nicht. Also was heißt nicht fertig? Das ist halt... Ja, natürlich ist es nicht fertig. Aber das ist halt mit so der größte Punkt, finde ich, wo die dran arbeiten sollten. Dass sie das endlich mal auf die Kette kriegen. Dass diese blöden Wölfe und Saber und weiß nicht was alles nicht andauernd einfach volle Kanne in dich reindüsen. Gut, okay. Kannst du mir was zu essen mitbringen, wenn du mich abholen kommst? Ja. Das ist halt auch geil, ne? Ich habe über 100 Food dabei gehabt. 160 oder so. Und ich habe es nicht geschafft, da, überhaupt halbwegs mit gegen zu reggen. Ja. So, das. Und was ist noch? Ich muss noch Wassergläser wieder machen. Leder. Das Gute ist, ich bin wahrscheinlich in der Base, bevor du mit dem Perl zurück bist. Ja. Ah, ja, das ist schon mal ganz praktisch. Das ist praktisch. So, okay, ich habe jetzt leider keine Shotgun, ich habe jetzt nur eine Longneck. Also ich habe eine Shotgun, aber ich habe da keine Munition für. Lol, jetzt regnet's ernsthaft. Ja. Das ist jetzt auch mal wieder ein Joke. Okay, also, ich habe jetzt gerade mal auf einer Karte geguckt. Angeblich gibt es wohl... Geht der Chat mal bitte wieder weg? Hier hinten gibt es wohl irgendwo auch Perlen im Wasser. Das heißt, ich begebe mich jetzt mal dahin. Also hier nicht in dem See, aber da unten in dem See. Wo treibst du dich rum mittlerweile? Ich bin hier auf so einer natürlichen... Ja, auf diesem Weg. Oh, oh. Oh, oh, klingt nicht gut. Hey, ah, lol, ich laufe im Kreis. Okay. Da ist der blaue Ark. Ja. Also wenn ich jetzt richtig, wenn das Spiel mich jetzt noch richtig fertig machen will, dann gehe ich gleich da unten ins Wasser, wo die Perlen sind und werde halt von 1000 Piranhas attackt oder so. Wieder kein Stamina. Ich glaube, ich fange demnächst mal auch an und skill mehr als nur 150 in Stamina. Dann gehe ich irgendwie auf 300 Stamina oder so, damit mir diese Scheiße mit dem Stamina nicht mehr passieren kann. Ich meine, anstatt jetzt die ganze Zeit, so wie ich das jetzt gemacht habe, immer noch in irgendeinen anderen Rotz zu skillen, hätte ich wahrscheinlich wirklich einfach in Stamina skillen sollen. Und dann...
Ach, keine Ahnung, im Nachhinein ist man immer schlauer. So, angeblich gibt es da unten Perlen, aber auch irgendwo da oben wohl. Jo, alles klar, der Donner, Alter. Der war überhaupt nicht übertrieben. Schauen wir nochmal gerade. Bei welchen Koordinaten ist unsere Base? Da gibt's Ach ja, Perlen, da geil. gibt's Perlen. Okay. Was denn, bist du da oder was? Nein, deswegen frage ich ja. Achso, diese, die ist ungefähr bei, ich weiß nicht, 20, 25 circa. Also angeblich gibt es hier zwei Flecken noch, wo es auch Perlen gibt. Okay, hier ist halt ein Taming-Gehege von die heiligen zwei Könige. Lol, nein, ich spring gerade in die rein. In die heiligen zwei Könige. Ja, die sind hier in YouTube am Tamen. Oh. Die sind hier gerade mit einem Bär unterwegs. Ich weiß nicht, ob der mich gesehen hat. Ich glaube es nicht. Klar, Gato guckt sich doch die ganze Zeit um. Ne, der geht jetzt hier gerade in so ein Taming-Gehege rein. Aber ich glaube, der hat kein Oberteil an, weil das sieht nicht aus, als hätte er den Skin drin. Scheiße, was mache ich denn jetzt, Mann? Ah, Och, du fuck off, ey. behindertes Drecksvieh. Hier sind zwei Bären. Da ist Gato. Also, es kann sein, dass er nichts anhat und der ist mit einem Treffer tot. Ich weiß es aber nicht. Willst du es riskieren? Ich weiß es nicht, ob ich es riskieren will. Es ist halt riskant. Ach so. Der andere hat auf jeden Fall was an. Aber ich glaube, Gato hat Ja, kein die müssen. Oberteil an. Ist halt die Frage, ob der auch keinen Helm anhat. Ich riskiere es einfach mal. Warte. Er hat einen Headshot kassiert. Er rennt weg. Und der andere rennt jetzt auch weg. Sind jetzt beide auf ihren Bären und rennen. Also, boah, Gato, Alter, ist der instant weg. Okay, der ist Könnte sein, gelaufen. dass der YouTube stirbt. Hier sind zwei Terrys. Okay. Ja, Mann. Stirbt er? Okay. Nein, aber ich bin an der Brücke. Also ich sehe hier nicht die gewünschten Perlen. Fuck. Der andere rennt hier gerade im Kreis und tamet weiter den Newtwo. Also die sehen mich nicht. Na, dann fuck die ruhig mal ab. Wir haben zu viele Der hat Leben, mich als dass gesehen. er. Ja. Hell, Alter, was waren das für Hits? Das Problem ist gerade, ich weiß jetzt nicht, wo Gato rum ist. Er hat auf jeden Fall einen Headshot gefressen und hat sich direkt verpisst. Ja, aber dann hatte der ja was anderes wäre. Ja, die sind gerade beide hier bei mir. Also ich bin in einer echt beschissenen Lage gerade. Also die haben nicht so viel zu verlieren wie wir, ne? Nee, aber ich weiß auch nicht, wie ich hier wegkommen soll. Ich glaube, ich Ja. habe ihn Ja, ich nochmal. stelle jetzt den YouTube hier an der Base ab, dann kann ich zu dir kommen, wenn du mir sagst, wo du bist. Ich bin runtergesprungen, also im Prinzip einfach nur unten zum Wasser hin. Also Okay. nicht zum Meer hin, sondern da, wo Zenos seine Base hatte. Weißt du das, wo das ist? Nee. Hinter Slotty, kann das sein? Ja.
Okay, ich komme. Der Jutiran ist jetzt an der Base. Oh lol, als ob der mich getroffen hätte. Was geht? Nee, ich komme nicht, vergiss es. Ich habe keinen Helm. Wobei, ich kann mich ja eben in die Base hochrucken. Oh lol! Die Assis, Alter. Einer hängt oben auf dem Berg und der andere rennt unten mit seinem scheiß Bär rum. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Du bist da jetzt mega in der Klemme, oder was? Also ich muss kommen, ne? Ja. Okay. Also zum Glück kann ich Gato ganz gut ausmoven gerade. Hab ihn auch ein paar Mal getroffen jetzt schon. Okay, jetzt kommt er. Ja, ich repariere eben meine Rüstung, dann komme ich. Also ich muss nur, ich brauche halt einen Helm. Ohne Helm macht es ja gar keinen Sinn. Hey, hier kam gerade der andere wieder angeschissen. Ich muss jetzt gerade mal wieder meine Posi wechseln. Das Problem ist, sobald ich... Pflanzen schießen. Nicht gut. Ja. Sobald ich halt gerade gleich in die Situation komme, dass ich, weiß ich nicht, keine Grappling Hooks mehr habe, bin ich halt RIP quasi, ne? Ja. Die haben halt zwei Bären und der eine rennt die ganze Zeit unten rum und Gato versucht immer auf mich zu snipen. Soll ich die Pflanzen ignorieren und zu dir kommen oder soll ich Base bleiben? Ja, die Base ist scheißegal. Wenn ich tot bin, stimmt. Ist es vorbei. Ja, aber der Jutirano. Ja, don't. Einer direkt hier, ja. RIP. Ist er tot? Ja. Also, was passiert? Ja, ich war in der Base, die Pflanzen haben geschossen, ich gehe aus der Base raus, wird gebollert, Shotgun, RIP. Ja, okay, wieso war der in der Base, Alter? I don't know. Meine Handschuhe sind kaputt, ja, wir sind halt komplett gesplittet jetzt gerade, ne? Ja, ich weiß auch nicht, wir haben ja immer noch kein Bett, aber in der Base brauche ich auch nicht zu respawnen, weil ich habe halt die Tür aufgemacht und dann haben die mich gefistet, von daher. Ja, ja. Da hinten sniped halt einer. Ah. Lol. Alter, ist er mir gerade hinterhergesprungen mit seinem Bär? Lol. Der ist jetzt mit dem Bär im Wasser. What the heck? Also müsste er sein. Keine Ahnung. Ja, don't know. Don't know what to do. Wir werden halt gerade von beiden Seiten im Prinzip angegriffen. Ja. Ja, ich meine, ich kann jetzt zurück zur Base laufen, aber mehr als jetzt gerade da hingehen und dann da irgendwie. Da zu sterben macht halt auch keinen Sinn. Ne? Ja, das ist halt das, was wahrscheinlich passieren wird, weil ich habe halt nur eine Longneck auch nur dabei. Gut, ich meine, ich habe noch Bolas, aber. I don't know. Ja, wenn du da jetzt auf jeden Fall stirbst, sind wir raus. Hm. Hast du tot geschrieben? Achso. Das heißt, ich habe jetzt eh das letzte Leben. Du darfst sowieso nicht mehr respawnen, oder? Doch, ich dürfte respawnen, wenn dann einer von uns wieder stirbt. Dann sind wir beide raus. Aber ich respawn jetzt nicht nackt am Strand, weil wenn ich dann unlucky spawn hab und sterbe, dann sind wir halt beide raus. Deswegen warte ich jetzt erstmal, bis du irgendwo ein Bett bauen kannst. Ja, lustig. Lustig, lustig. Hauptsache, die haben da ein YouTube gefunden, ey. Das ist schon krass. Ja, lol. Mal wieder gerade so ein Fuck you Arc Moment. Aber wie sind die in die Base gekommen? Das check ich dich. Wir sind wahrscheinlich einfach irgendwo reingesprungen. Wahrscheinlich. Wir haben dann da die ganze Zeit vor der Tür gewartet, nehme ich an. So wie wir das letzte Mal auch gemacht haben bei denen. Ja, oder zumindest ähnlich gemacht haben. Ja, stimmt. Was ist jetzt schon wieder? Alter, Saber von allen Seiten, Saber.
die eigentlich Langeweile. Ja, ich könnte dir halt jetzt hier ein Bett bauen, aber dann bist du halt auch nackt, ne? Also was heißt nackt? Ich Ja. kann dir eine Rüstung geben, aber auch keine Waffe. Ich weiß halt nicht, inwiefern das was bringt. Na, das weiß ich auch nicht. Ich meine, ich mach das jetzt mal und dann kannst du hier respawnen. Aber wie gesagt, ich kann dir halt nur eine Rüstung geben und was weiß ich, Bolas oder so. Wow. Joa. Leute, hier ist einfach mal ein Bett von zwei gegen Willis. Wer war das denn nochmal? Das war doch Michael, ne? Keine Ahnung. Ach, lol, ich kann kein Bett bauen, weil ich kein Leder habe. Hier irgendjemand Leder für mich? Du hast Leder für mich. Komm her. Ja, ich meine, gut, was bleibt uns anderes übrig? Anders geht es nicht. Aber was? Zu nah an feindlichen Fundamenten willst du mich rollen? So. Okay, müsste es respawnen können. Okay. So, Bett ist auf jeden Fall da. Willst du respawnen? Ja, Sekunde. Ja, mach mal hin jetzt. Wir müssen zur Base. Ja. Guten Helm, Tag. Oberteil, Hose, Handschuhe, Schuhe, da liegt alles. Und dann kannst du noch meine 8 Bodas haben hier. Ich würde sagen, ich grab mich schon mal zur Base hoch. Beziehungsweise am besten Das. hier hinten irgendwie zur Brücke oder so. Ich habe irgendwie, ich Ich glaube. hab mich auch an der Brücke hochgegrabt, da rippst du dann nur. Ach Leute, wir sind ja direkt an der Base. Naja, wieso rippst du denn da nur? Weil ich da auch hochgegangen bin. Da sind die ja so ungefähr. Hey, ich dachte, du bist aus der Weil Haustür ich. rausgegangen. Ja, als ich getötet und gebolert und getötet wurde, bin ich aus der Haustür rausgegangen. Aber die müssen meine Grappling Hook eigentlich gehört haben. Wieso? Wenn die einfach vor der Haustür gewartet haben? Ja gut. Hä? Ach so, auf der. Ah, okay. So, ich schaue mich hier mal gerade um. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Gut, die werden wahrscheinlich haben, was sie wollen, ne? Keine Ahnung. Also es sieht nicht so aus, als wäre hier noch jemand. Und hier wurde auch anscheinend nichts kaputt gemacht. Mein, soweit sieht hier eigentlich alles safe aus. Die Tür ist auch zu. Wir wurden verhindert. Alles klar. Ich meine, ich habe jetzt noch nicht, bin jetzt noch nicht einmal um die Bude rumgegangen. Wenn hier jetzt irgendwo ein Loch drin ist, dann könnte es natürlich sein. Sind in der Bude drin, ne? Die Ja, Tür, ich habe lol. die Tür ja nicht wieder zugemacht hinter mir, Ja, du als ich bist raus hinten bin. reingegangen. Okay, dann können die da drin sein natürlich. Da musst du hochkommen. Beziehungsweise wir können da halt nicht reingehen. Also ich kann da nicht reingehen. Vor allem habe Soll ich ich halt den nur eine Longneck. U2 auf passiv oder auf Wo bist denn du mit dem? Komm mit dem neutral hoch. stellen? Mit dem hoch, ich hab den doch auf Follow. Ja, ist doch egal. Du kannst den YouTube kannst du auf Turret Mode stellen. Hast du gepfiffen?
Ja. Okay. Wo bist denn du? Ja, unter der Brücke Ah, bin hier ich. sind die vor unserer Base. Ist gerade einer lang geritten. Na, warte, ich lass das Seil runter und komme runter. Ah, okay. Dann mach du das mal lieber damit. Also einer ist auf jeden Fall draußen. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob einer drinnen ist. Ja, das sollten wir checken Wie dann. Oh. willst du jetzt da hochklettern oder was? Wir gehen zusammen mit dem YouTube hoch. Ah, okay. So, wir stellen den. Moment mal. Erstmal stellen wir den auf Deaktivieren von Items sammeln. Oh, der 13 Level-Ups. Dem mal ein bisschen Life gegeben. Und dann gebe ich dem mal noch ein bisschen Movement. So, irgendwie kann man den auch auf Turret-Mode stellen. Disable Ally Looking. Oder was? Ja, keine Ahnung. Geschützturmsmodus aktivieren. Na, dann schreit er nämlich halt alles an, was uns entgegenkommt oder so, weißt du? Okay. Also sobald dann irgendeiner an uns an dem vorbeiläuft, macht er halt seinen Schrei und fährt den direkt weg. Und das können wir jetzt so aktiv nicht steuern ohne Sattel. Wo Okay. bist denn du jetzt? Ja, hier nach rechts gelaufen am See. Okay. Der Ripper. Wir müssten halt den Newty. Ich weiß halt nicht, ob der seinen scheiß Vier-Ding da auch durch die Wand durchmacht, weil sonst könnten wir den vor das Haus stellen im Turret-Mode. Und wenn wir dann reingehen und jemand attackt uns oder so, dann sollte der eigentlich den direkt anschreien. Ah, Saber. Du musst die Bola, ne? Ich hab keine. Ah, guck, Ja. der hat ihn direkt weggeschrien. Und jetzt komm auf Passiv und folge mir. Ja gut, wenn wir die auf neutral stellen, dann scheinen die auch direkt ihren Schrei zu machen. Ja. Okay, dann go. Dann ist ein Rex. Ja, komm weiter. Wo hinten? Aber nicht hier, wo wir lang Achso, es müssen. geht hier hoch. Okay, Oh lol, da ist halt ein Alpha Kano. Ne, ein Alpha Raptor. Aber es macht's nicht besser. Lustig. ja, doch, den kann ich doch bowlern, oder nicht? Nein, immer noch nicht. Und es ist ein Alpha Kano. Ne, das ist ein Alpha Raptor, da steht ein Kano nur vor. Achso, okay. Ja, und hier ist auch ein Kano. Ja, warte mal, wir können die Kanus ja auf. Komm mal zu. Lauf doch nicht von mir weg! Ich lauf vor dem Kano Nee, weg, ich komm, dreh verliere. um! Dreh um! Der kann Ja. die Kanus ja zu sich ziehen. Ich weiß halt nicht nur, wie der das. Nicht wie der das macht. Schrei mal. Okay, die greifen weiterhin noch mich an irgendwie. Normalerweise kann er sie die auf seine Seite ziehen, aber irgendwie macht das nicht. Ja, wir müssen dem mal irgendwie helfen, glaube ich. Ja, wie Oh soll ich nein, denn da helfen? ist ein Bär. Wenn er mich jetzt trifft, bin ich tot. Da sind rote Damage-Zahlen Ja, das sind auch. die Gegner. Das ist dumm und dümmer wieder. Ja, ich wüsste nicht, was ich machen soll. Ja, keine Ahnung, ich auch nicht. Unser Dingens schreit halt da unten rum und viert um sich, aber ich weiß halt nicht, was der da jetzt gerade geviert hat. Wo bist du? Ich bin hier oben auf so einer Anhöhe. Hast du gerade gepfiffen? Ja. Was schreit er da wieder? Der hat, glaube ich, da einen von Den denen. Bären Ja, mach angeschrieben. den Ja. auf Passiv, mach den auf Passiv, der soll mitkommen. Also wir müssen halt gucken, dass wir jetzt irgendwie da hinten durchkommen. Ich bin jetzt eine Etage über dir. Ist der Alpha immer noch da? Anscheinend nicht, ne? Den nicht, nein, nein. Okay, ich bin genau eine Etage über dir. Das ist ganz praktisch, weil der YouTube trotzdem immer noch auf Follow unten lang rennt. Und jetzt wird er gerade irgendwie attack. Okay, Ja. der Diaby hat ihn gekillt, Alter, lel. Okay. Gut, Der dass ich folgt dir. den. Der Dyer Bier. Ja. Oh, nice. Ach ja.
Ja, hier ist einer. Ja, einer von denen hat mich jetzt mit seinem scheiß Bären-Aggro. Einen Hit habe ich gekriegt. Kommst du da weg irgendwie? Ja, nein, vielleicht. Weiß ich nicht, wo der Bär ist. Ich bin in der Base. Ach so, okay. Ja, Leute, ich bin immer noch außerhalb. Das ist nicht so gut. Ich meine, ich habe... Ja, nee, habe ich nicht. Ich habe keine Grappling Hooks mehr. Das heißt, ich muss in die Base kommen irgendwie. Der Bär war direkt vor der Tür. Vor welcher? Vor Der der Richtung großen oder der Brücke. kleinen? Der kleinen. Okay, ich komme jetzt gleich durch die große Tür. Kann dir gerade kein. Die schmeißen Nades. Ja, I see. Hast du gesehen, von wo die Nades kamen? Nee, ich, wie gesagt, ich bin in der Base. Ich habe auch gerade andere Sorgen, weil Ja. ich verhungere. Ich sehe die. Die stehen da, wo Dings auch war. Hat einen Hit. Ne, hat er nicht. Das war, glaube ich, der Bär. Jetzt hat er einen Hit. Ah, da Och hockt einer. nö, ich bin high von den Pilzen. Fuck, ich dachte, die machen satt einfach nur. Ne, die machen mittlerweile auch High. Ja, GG, ey, jetzt kann ich mich noch schlechter equippen. Okay, schießt was. Ja. Warum schießt der mir in die Beine? Was ist denn mit ihm verkehrt? Meine Rüstung ist komplett kaputt. Bist du, ja, musst du ja. Ja, wir haben halt auch keine Pumpgun-Muni, ne? Das ist halt auch für den Arsch. Ja, ich brauche RTM nur Longneck Money. Ja, hier hinten rechts in der Kiste. Ja. Hier, die bollern unsere Pflanzen von allen Seiten. Einer steht vorne links neben und vorbei Ja, unserer ich Base. muss lad jetzt nach, dann komme ich raus. Steht immer noch vorne links, er sniped jetzt, glaube ich. Ja. Ja, GG. Ich gehe mal wieder Base. Warum? Weil ich gerade direkt, ich komme raus, pieke, krieg einen Schuss und mein Brustpanzer ist am Arsch. Okay, der hat auch kassiert. Jetzt werfen die halt Granaten bis an unsere Base. Ja, haben beide kassiert. Okay. Obwohl, das war 98 Schaden. Ich glaube, das war der Bär. Ja, ich glaube auch. Wer? Hat er. Scheiße. Einer hat keinen Helm an oder was? Ah Ja, ne, die er haben hatte den wieder bestimmt nur versteckt, ausgespinnt. ne? Ja, aber der Hat ist daneben weg. geschossen. Du hast keine Hose mehr an. Ja, aber ich habe ihn getroffen. Wow, ja. Ich habe keine Das Hose mehr, trotzdem. Alter. Ich habe keine Ersatzsets dabei. Das ist zum Kotzen. Du darfst nicht aus der Vordertür rausgehen. Das ist. Bringt nichts. Ich gehe aus der Hintertür raus, bringt aber auch nichts, weil ich hier auch direkt Ja, drin bin. weg da, weg da, weg da. Du stehst genau in Ja. der Tür. Geh mal weg. Kannst du dich doch nicht da so blockieren. Oh lol, den hätte ich treffen müssen, ey. Ja, die sprengen halt hier jetzt alles auf und dann kommen die mit ihren Bären hier rein marschiert, ne? Ja. Einer steht wieder vorne und schmeißt Granaten. Ach, das ist doch für ein Arsch. Ich weiß halt auch Okay. nicht. Hat Hit. So, ready? Okay. Ja, wir können die Folge jetzt beenden. Laut. Okay. Warte. Ich gehe einfach immer so in einen ganz aggressiven Close Fight mit denen. Leute, ich habe keine Munition mehr für die Long Egg. Quasi. Weil das Problem ist, was die ganze Zeit machen, ist immer eine Stelle absnipen. Wenn du einfach vor denen stehst und links und rechts movest, dann treffen die dich nicht. Ja.
Also einfach ganz normales Movement an den Ghost Tag kommt, bringen. Glaube ich, in die Base. Wo? Zu Fuß? Nee, aber der ist da. Egal, ich kann es nicht erklären, deswegen verwirre ich dich lieber einfach nicht. Lol, der Schuss hätte drauf sein müssen. Das ist strange. Der war drauf, okay. Wieder einer kassiert. Fuck. Wenn der gehittet hätte, wäre der, glaube ich, tot gewesen. Er hatte keine Brust an. Einer ist immer noch vorne links neben der Base. Dem habe ich, glaube ich, gerade die Brust ausgezogen. Das sind beide links. Beide auf der linken Seite. Also meine ich zumindest, müssten beide auf der linken Seite sein. Ja, ist es. Ah, lol, der ist vorbeigerannt. Ghost hat keine Oberteil an, glaube ich. Ja, habe ich gesehen. Ah, fuck, den hätte ich auch treffen müssen. Boah, Mann! Fuck. Den habe ich getroffen. Nice. Nochmal getroffen. Und nochmal getroffen. Mein Zielfernrohr ist kaputt? What the fuck? Wie passiert das? Ach, mein einer ist hinter dem Bär. Einer ist hinter dem Bär. Naja, die haben ordentlich kassiert. Also die sind beide, müssten beide ziemlich low sein. Es wird auch gleich dunkel. Ich sehe gerade keinen von beiden. Okay, lass nächste weiter fighten. Wir gehen heim. Okay. Okay. Dann tschüss. Okay. Na gut, sieht gut aus. Auf jeden Fall. Scheiße, Alter, wir haben echt Probleme hier. Wir brauchen Munition und so ein Stuff. Jo. Alles Mögliche. Und wenn die uns mit den Bären rushen, dann sind wir halt einfach tot. Da können wir nichts gegen machen. Ja. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Wir müssen die halt in dem Snipe-Kampf besiegen. Ich meine, die haben gerade eben bestimmt auch... Also die haben ordentlich kassiert, gerade eben zum Ende hin zumindest. Ich glaube, denen ist, müsste dann auch irgendwann langsam mal die Rüstungssets ausgehen. Aber gut, man merkt, es bleibt spannend. Aber ich glaube, wir werden hier doch die Bronzemedaille bekommen in Arkos Mode 2, habe ich so das Gefühl. So aus, ja. Sieht stark danach aus, aber gut, die Folge ist vorbei. Ein Applaus für Rudi, dass er nicht gestorben ist. Lol. Ja. Gut, dann sag tschüss. Tschö. Und bis zur nächsten Folge. Adieu.